Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich gerne mit euch über Minimalismusfehler sprechen. Und zwar sind das entweder Minimalismusfehler, die ich selbst gemacht habe, oder Fehler, von denen ich glaube, dass sie viele machen, wenn sie sich auf dem Weg zu einem minimalistischeren Leben begeben. Fangen wir auch gleich an mit der ersten Sache, und das ist es, alles ganz alleine auszusortieren. Dieser Fehler gilt natürlich nicht, wenn du alleine lebst, also wenn in deiner Wohnung auch nur deine Besitztümer sind und auch du ganz alleine dafür verantwortlich bist, zu entscheiden, was du behalten möchtest, was du noch brauchst, was du noch magst und was weg kann. Aber wenn du wie ich mit anderen Leuten zusammenwohnst, und in meinem Fall sind es eben zwei Personen, mein Mann und meine Tochter, dann kann ich eben nicht alleine entscheiden, sondern die beiden haben eben auch ein Wörtchen mitzureden, beziehungsweise meine Tochter kann halt noch nicht reden. Aber das sind ja viele Dinge in unserer Wohnung, die nicht nur ich benutze. Es gibt meine Sachen, die kann ich ganz alleine entscheiden, die kann ich ganz alleine aufmisten. Aber es gibt eben auch Dinge, die meinem Mann gehören und natürlich auch Dinge, die wir gemeinsam nutzen, die wir teilen. Und da kann ich dann natürlich nicht drüber hinweg entscheiden und einfach etwas aussortieren. Die Dinge, die meinem Mann gehören, die soll er bitteschön auch aussortieren, denn ich kann ja nicht entscheiden, was er noch braucht und was weg kann. Und wenn ich das täte, könnte das nur zu Streit führen, wenn ich einfach irgendwas weggebe, was er noch braucht oder andersrum. Das kann halt zu nichts Gutem führen. Und bei Dingen, die uns beiden gehören, da reden wir halt einfach auch drüber, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Ich wäre beispielsweise viel früher soweit, unseren Fernseher wegzugeben, weil wir sowieso ganz wenig fernschauen und dann eigentlich eher Netflix und Mediathek, und dafür brauchen wir nicht unbedingt diesen sperrigen Fernseher. Mein Mann war noch nicht so weit und deswegen haben wir den Fernseher einfach noch eine ganze Weile behalten, und jetzt vor einigen Tagen war es endlich soweit und wir konnten den aussortieren. Das führt mich auch gleich zu dem zweiten Fehler, und das ist, Dinge auszusortieren, die man eigentlich noch benutzt. Ausmisten kann süchtig machen. Das kann einen in so einen richtigen Rausch führen, wenn man erst einmal angefangen hat, sich von Dingen zu trennen, dass man einfach immer und immer mehr davon haben möchte. Und das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Die erste Sache ist, dass es total das befreiende Gefühl ist, wenn man endlich überflüssiges Zeug los wird und diesen ganzen Krempel, der eigentlich nur rumstand, Zeit, Kraft und Nerven gekostet hat, wenn man den einmal los ist, dass man von diesem Glücksgefühl und von dieser Erleichterung im Leben immer und immer mehr haben möchte. Und der zweite Punkt ist, dass wenn man erstmal angefangen hat auszumisten, man auch ein ganz anderes Auge dafür entwickelt, wie viel Zeug man tatsächlich besitzt und wie viel Zeug man besitzt, das man tatsächlich gar nicht mehr braucht, und dass man dann seine Umwelt und sein Zuhause mit ganz anderen Augen sieht und immer wieder mehr Dinge sieht, bei denen man denkt, oh, das kann jetzt aber wirklich weg. Und man, so geht es mir beispielsweise, manchmal so eine richtige Kramkrise kriegt, weil man einfach so viel Zeug in Schränken, Schubläden, Kommoden, in kleinen Körbchen und überall einfach angesammelt hat. Zeug, das man gar nicht mehr braucht und das man schon ganz, ganz lange nicht mehr benutzt hat. Und dann möchte man wirklich einfach auf einmal alles loswerden und möglichst viel, möglichst schnell loswerden. Und dann gibt man Dinge weg, einfach nur, weil man das Zeug loswerden möchte, weil man einfach so angenervt ist von dem ganzen Krempel, dass man dann halt Dinge weggibt, die man eigentlich doch noch benutzt. Und dann ärgert man sich oder man kauft es halt wieder nach, weil man etwas weggegeben hat, was man halt noch benutzt. Und der dritte Fehler beim Minimalismus ist es, die Dinge, die man aussortiert hat, nicht ordentlich zu entsorgen. Wenn ich etwas aussortiert habe, dann möchte ich das auch möglichst schnell aus meiner Wohnung bekommen. Und der einfachste Weg, Zeug loszuwerden, ist es, dieses einfach wegzuschmeißen. Aber das ist natürlich nicht der beste Weg. Denn beim Minimalismus geht es eben auch darum, nachhaltiger und ressourcenschonender zu leben. Und wenn man Dinge erstmal weggeschmissen hat, sie in den Müll geworfen hat, dann sind sie für den Recycling und für den Rohstoffkreislauf verloren. Und deswegen ist das keine nachhaltige Variante. Es ist viel besser, die Dinge eben entweder zu verschenken, zu verkaufen, zu spenden und erst im letzten Schritt diese zu entsorgen. Und wenn man die entsorgt, dann eben auch richtig und nicht einfach nur in die schwarze Tonne zu pfeffern. Denn manche Sachen können recycelt werden, andere müssen dann zum Recyclinghof gebracht werden, wie beispielsweise Elektroschrott. Und das dauert natürlich länger. Das ist halt aufwendiger, sich einmal Gedanken zu machen, was möchte ich denn damit machen? Möchte ich es verkaufen? Möchte ich es verschenken, möchte ich spenden, oder eben auch, wenn man wirklich gar nichts mehr damit anfangen kann,
die Sachen dann entsprechend auch einmal aufzuteilen und dann zum Recyclinghof zu fahren. Das kostet halt Zeit. Das gleiche gilt, wenn wir Dinge spenden. Wenn wir alles nur in eine große Kiste schmeißen und dann so, hier, bitteschön, dann verlagern wir das Problem halt nur, weil wir uns da nicht die Gedanken machen müssen, sondern für uns halt die Leute des Second-Hands-Laden oder von der Wohltätigkeitsorganisation, weil die dann entscheiden müssen, was können wir noch weitergeben, was können wir vielleicht verkaufen und was ist doch eher was für die Tonne. Und auch bei den Sachen, bei den Klamotten, die ich dann spende, mache ich mir schon immer die Mühe, die alle noch einmal zu waschen, damit sich dann der nächste Besitzer auch wirklich drüber freut und die auch dann gleich ohne weitere Arbeit weitergereicht werden können. Um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, Dinge wegzuschmeißen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, mir vorher darüber Gedanken zu machen, was ich denn mit meinen aussortierten Dingen machen möchte, um mir vorher schon Adressen rauszusuchen, wo ich die Sachen hingeben kann. Und dann kommen wir auch schon zu dem nächsten Fehler. Und das ist aussortieren als Entschuldigung, um Dinge nachkaufen zu können. Wir haben ja gerade schon über den Zusammenhang zwischen Minimalismus und Nachhaltigkeit gesprochen. Und auf gar keinen Fall ist es nachhaltig, etwas auszusortieren, einfach nur, um einen Grund zu haben, sich etwas Neues zu kaufen. Aber Minimalismus ist eben keine Entschuldigung, keine Ausrede dafür, dass man sich einfach gerne immer und immer wieder neue Teile kaufen möchte und um den Kleiderschrank nicht so voll zu machen, dann gleichzeitig was rausschmeißt aus dem. Und das bringt mich auch schon zu dem nächsten wichtigen Punkt, und zwar, dass Minimalismus eben in keine Schublade passt und dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Formen von Minimalismus gibt und dass die auch alle okay sind. Meine Form des Minimalismus beispielsweise auch keine extreme. Ich lebe nicht in einem Tiny House und ich habe mehr Sachen, als in meinen kompletten Backpack passen, aber das passt halt auch zu meiner Form des Lebens. Ich arbeite in einem Bürojob, ich wohne in einer großen Stadt, ich habe eine Familie. All das sind Faktoren, die einfach auch dazu führen, dass ich mich in diesen Lebensumständen mit einer Wohnung, mit Kissen, mit einer Decke und einem großen Sofa extrem wohlfühle und dass das Komfort ist, auf den ich auch tatsächlich nicht verzichten möchte. Und genauso unterschiedlich wie all unsere Lebensumstände sind, genauso unterschiedlich können auch unsere Ausprägungen des Minimalismus sein. Und es geht eben nicht darum, mir zu sagen, Minimalismus bedeutet, dass man immer nur von allem eins haben darf oder dass man möglichst wenig Elektrogeräte haben darf, weil es einfach zu dem passen muss, was zu einem selber passt, also zu dem eigenen Leben passen muss. Und dieses immer weniger, nur dann ist man wirklich Minimalist, ist im Umkehrschluss auch nichts anderes als dieses höher, weiter, besser, was dann auf der anderen Seite immer vorgelegt hat, beim Materialismus. Es sollte ja überhaupt keine Competition sein, im Gegenteil eher so eine Art Inspiration, wenn andere Minimalisten zeigen, wie sie leben, mit wie vielen Dingen sie leben und was sie vielleicht nicht mehr brauchen und was für Alternativen sie stattdessen brauchen. Aber auf gar keinen Fall sollte einem das auch ein schlechtes Gewissen machen, weil man denkt, ich besitze zu viele Gegenstände. Man sollte halt so viele Gegenstände besitzen, dass man sich selbst damit gut fühlt und dass es einem selbst damit gut geht und eben nicht so viele, wie man denkt, dass man besitzen sollte oder wie vielleicht andere einem vorleben, dass man die haben sollte. Denn dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Minimalismus-Schuld, das ist schon so ein bisschen dieses schlechte Gewissen dafür, wenn man Dinge besitzt. Und man braucht kein schlechtes Gewissen haben dafür, dass man einen gewissen Komfort oder einen gewissen Lebensstil oder eine gewisse Bequemlichkeit einfach zu schätzen weiß. Und der nächste Minimalismusfehler ist damit auch so ein bisschen verbunden, denn das ist Minimalismus nur zu machen, weil es gerade Trend ist. Und ja, es ist halt gerade einfach trendy, sich mit Minimalismus auseinanderzusetzen oder sich diesen Sticker Minimalist ans Revers zu stecken. Und ich persönlich finde das auch eine super Entwicklung, weil ich den Minimalismus selbst so cool finde. Aber wenn man dann im Laufe des Prozesses feststellt, das ist halt doch nicht das Richtige für mich, dann ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, ich habe es mal ausprobiert, ich habe vielleicht manche positiven Dinge davon mitgenommen, aber es ist halt doch nicht so hundertprozentig meins und dann wieder dazu überzugehen, manche Dinge so zu machen, wie man die früher gemacht hat. Mir zum Beispiel hilft der Minimalismus einfach dabei, ruhig und ausgeglichen im Alltag zu sein, denn ich reagiere ganz, ganz stark auf äußere Unordnung und wenn bei uns alles unordentlich oder chaotisch ist, dann werde ich tatsächlich auch nervös und dann überträgt sich diese äußere Unordnung auch auf mein Inneres. Und bei uns im Alltag ist normalerweise relativ viel los. Wir beide arbeiten, wir haben ein Kind, wir machen Sport, wir sind einfach sehr, sehr aktiv im Alltag und deswegen ist es bei uns auch nie hundertprozentig aufgeräumt. Es liegt eigentlich immer irgendwo irgendetwas rum.
Und ohne den Minimalismus hätten wir viel, viel mehr Sachen, die rumliegen würden. Und da würde bei uns viel, viel schneller auch das Chaos ausbrechen. Und nur dadurch, dass wir so wenig Zeug haben, kann eben auch nur relativ wenig rumliegen. Und nur deswegen ist bei uns es einfach auch immer relativ ordentlich. Und das spart uns eben ganz, ganz viel Zeit, Nerven und auch Kraft, weil wir nicht so viele Anstrengungen brauchen, um unsere Wohnung immer und immer wieder aufzuräumen und uns auch nicht so viel darüber ärgern müssen, dass irgendwo was rumliegt, dass wir Sachen nicht finden, sondern das ist halt alles immer in so einer guten Grundordnung. Und das war's für heute von mir. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und war auch hilfreich für dich. Wenn ja, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal. Das hilft mir wirklich sehr und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi und bis zum nächsten Mal.